So, guten Morgen, liebe Leute. Also, was soll ich dazu sagen? Ich bin im Laden. Ich habe hier das Fahrrad von Anouk kurz mal am Start. Und zwar, da fehlt der Sockel. Jetzt habe ich ja gestern eine Manitou gekauft. Ja, ich weiß. Und in dieser Manitou waren wunderschöne Titansockel drin. Die kriegt natürlich Anouk an ihr Rad. Ist ja klar. Ich brauche die nicht, weil vorne wird wohl kein 26 Zoll reinkommen. Das ist ein reines Funrad, dieses Ding, was ich da gebaut habe jetzt. Da wird das 20 Zoll vorne reinkommen. Und das sieht ja scheiße aus mit dem 26 Zoll vorne drin und hinten so. Da kommt vorne ein 20 Zoll Rad auch rein. Und dann hat es halt hinten nur eine Bremse. Und das ist nur ein Rad, was wirklich nur so ein bisschen im Bikepark oder so, just for fun und mal gucken und ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das war halt so eine Idee von mir. Müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Oder wer damit fährt und wie und was und wo. Jetzt wollte ich auf alle Fälle erstmal nur die Sockel hier reinschrauben. Das ist einfach so. Sag nicht, das passt nicht. Sag nicht, ist special. Ist special. Special, special. Das sind die dünnen. Ah, ich brauche die dünnen. Die dünnen Socke. Scheiße! Die ganz dünnen brauche ich dafür. Ich dachte, die passen. Jetzt sind ja schon die dünnen, oder? Sind die dicken. Oh, jetzt sind die dicken und nicht die dünnen. Ich dachte, das wären nur die kleinen, die dünnen. Oh, Scheibenkleister. Na gut, okay. Dann schauen wir mal nach, was so eine Socke kostet und bestellen die. Und dann müssen wir uns dann langsam auch mal um eine Bremse kümmern und so. Teile, damit wir wieder weiterbauen können. Ist ja wichtig. Guck mal, da uns aufschreiben. Ja, die sind tatsächlich super, super klein, die Dinger. Super dünne die Winde. Chatoli hat auch aus Edelstahl, unter anderem Firma Gura-Gabeln. 13 Euro. Okay, wir gucken weiter. Ist ein schwieriges Unterfangen, offensichtlich hier vernünftige Bremssockel zu kriegen für mit einem Durchmesser M6. Schraubentyp, guck mal. Hier gibt es ja schon mal welche. M6 V-Brake, blaue Hülsenmutter. Okay, liebe Leute, los geht es wieder mit einem ganz speziellen Video. Nämlich eigentlich gar kein spezielles Video, sondern einfach nur mein Leben im Fahrradsalon. Im Fahrradsalon, im Fahrradladen. In Berlin-Neukölln. Den Schlüssel habe ich woher, weiß ich nicht. Egal, hänge vorne an. Gleich kommt ein Rad rein, was so dem Durchschnittsrad der meisten hier entspricht. Von der Qualität und vom Verwesungszustand. Schauen wir uns gleich gemeinsam an. Yay! Jo, da ist das Schmuckstückchen. Das Schmuckstück, die Perle von Neukölln auch genannt. Traum bzw. Albtraumrad eines jeden Fahrradhändlers. Urteilt selbst. Folgendes Problem. Billigrad. Stadler, Billigrad. Ne? Stadler, CE-Zeichen ist drauf, das ist mein Rad, heißt das Modell. Und hier ist im Grunde genommen alles kaputt an dem Rad. Obwohl es noch gar nicht so alt ist. Das sind so die Merkmale eines Billig-Stadler-Rades. Stadler hat auch gute Sachen. Die haben auch, ja,
Die haben auch gute Sachen. Kauf doch einfach mal die guten Sachen, mein Stadler. Dann, ne? Und so weiter. Ihr könnt ja auch Billigräder kaufen, aber dann nicht mit dem Anspruch, dass sie ihn 5, 6 Jahre halten. Der geht nicht. Ja? Wenn man Billigrad kauft, muss man sich im Klaren darüber sein, dass dieses Rad maximal 2 Jahre halten wird, bevor irgendwelche größeren Reparaturen oder bis vor die Reparaturen ungefähr diesen Wert des Rades nochmal überschreiten. Also den Wert der Neuanschaffung oder die Neuanschaffung eines neuen Rades irgendwie überschreiten. Ne? Wenn man es täglich fährt, wenn man natürlich 2 Jahre lang Rad einlagert und eben zu Silvester einmal rausholt und fährt quasi oder einmal im Jahr oder ganz wenig fährt, dann halten die auch länger, ist ja klar. Aber wenn man es täglich benutzt, ist so ein Rad bei 300 Euro, 400 Euro, 350 Euro so gekostet hat in dem Bereich, ist es einfach mal durch. Ist der Antrieb durch, dann ist alles durch, dann ist alles so weit, so teuer, dass wenn man es in einer freien Werkstatt reparieren lässt, dass es einfach mal nah an den Neupreis eines neuen Rades kommt und die Wirtschaftlichkeit in Frage gestellt ist. So ist es gedacht. Ganz einfach. Das ist halt so. Darüber muss man sich nur im Klaren sein, dann ist das doch okay. Kauft die Billigräder. Aber wie gesagt, wundert euch nicht, dass die Reparaturen dann irgendwann tatsächlich so teuer sind. Ja, das ist halt. Ich schaue mir das Rad mal an. Der Reifen ist vermutlich zu dick. Ja, man kriegt es ja gar nicht mehr ausgebaut hier. Also, man muss hier Luft ablassen, um es überhaupt auszubauen. Damit man weit genug nach vorne kommt, damit man es rausbauen kann. Man muss ihn nicht komplett ablassen, habt ihr ja gesehen, nur ein bisschen. Hier sieht man, da sitzt der Reifen auch nicht richtig in der Felge. Ne? Da ist er hier viel zu weit drin. Der ist da eigentlich da raus. Den kann man so händisch rausmassieren. Der sieht schon. Viel schlimmer jetzt. Jetzt ist er los. Erstmal. Bestandsaufnahme. Hier. Das kann ich mit der Hand lösen. Hier sind Haare drin, wie immer. Die Abdeckkappe hier von dem, die Dichtungsscheibe sozusagen hier von dem Lager fehlt schon komplett. Haare müssen raus, ist klar. Und mit der Hand lösen sollte man das auch nicht können. Leicht verbogen ist die Achse auch schon. Ich stelle ihm jetzt mal das Lager ein hier ein bisschen. Also noch läuft es ja. Das wurde auch offensichtlich mal frisch gefettet. Entweder hat derjenige dann vergessen, diese Abdeckkappe wieder raufzumachen. Das kann sein, weil das Fett hier drin sieht ziemlich neu aus. Tatsächlich war da bestimmt mal einer dran. Aber es wurde nicht ordentlich mehr gekontert. Jetzt habe ich hier meine wunderbaren Konterschlüssel. Ich weiß ja nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt vom Winkel her. Hallo. Tritt doch durch. Hinten und knibbelig. Was bitte? Eine Riesenwerkstatt. Ja. Ein Sesselrad ist das. So nennt man das, wenn man da drin sitzt wie im Sessel. Ist es aber ja nicht. Nee, das Vorderrad, das macht mich schon stutzig. Ja, das geht tatsächlich, das weil du hast ja überhaupt keine Belastung da drauf, aber ja, es ist, naja, so der Sitz ist halt nicht sehr gemütlich. Du wolltest so eine riesige Ladung voller Räder. Tja, das sind die ganzen Wracks, die hier so angespült werden. Manchmal sind auch ganz gute bei. Sozusagen. Was braucht ihr denn? Ein Tipp? Mein Vorderrad fährt nicht so gut. Das Vorderrad fährt nicht so gut. Wollten mal einen fachmännischen Blick. Okay. Ja, warte mal. Muss man ganz kurz einstellen zu Ende? Ja, ja. Wir warten drauf in der Sonne. Ist denn schon Sonne bei mir? Das wäre ja schon Nachmittag. Ja, okay, alles klar. Ich bin gleich da. Super, danke. Gerutscht. Ja, das passiert, wenn man es dann schnell machen will, wenn die Kunden warten. Aber ich will gerne diesen einen Arbeitsschritt hier zu Ende machen. Zack. Hat er innerer rumgebaut. Schaut mal hier, die Achse ist hier so kurz und die Achse ist hier so lang. Da hat er innerer rumgebaut. Vielleicht doch schon die Achse schon mal gewechselt.
Gucken wir uns gleich zu Ende weiter an. Gucken wir erstmal draußen, das Hinterrad fährt nicht so gut. Schauen wir uns das mal an. Hello, it's me. Wo war ich stehen geblieben? Hinterrad. Also, Lager habe ich eingestellt. Jetzt sitzt da rum, Speiche gerissen. Die müssen wir ersetzen. Wir wissen, alle Speichen sind eigentlich nicht mehr so schön daran. Wir ziehen trotzdem den Kranz hier ab. Ja? Den Schraubkranz. Alles mit schön viel Fett. Also hier war mal jemand dran vor kurzem. Ne? Da ist ja weißes Fett noch drin. Hat offensichtlich beide Lager neu abgeschmiert. Eine neue Achse eingebaut, aber die ist jetzt schon verbogen. Also taugt halt nichts. Da ist er. Jetzt holen wir die Speiche hier raus, messen die aus. .292. Da haben wir die Speiche. Eins Fixpuller eingefiedelt, Rinder, noch ein bisschen Druck vom Felgenband nehmen. Natürlich kann ich das nicht so lassen. Das ist ja auch klar, total bescheuert von mir. Hier in die Seite so, die andere Seite so. Das geht natürlich gar nicht. Das muss ja auch erstmal umgebaut werden. So ein Quatsch. Aber wirklich.
always do like makeshift benches around the trees. The sidewalk. That's so many fun. Okay, just a minute, yeah? Sure. So, perfect. 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 Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Ich weiß gar nicht mehr. Also die Achse habe ich jetzt vermittelt, sprich die Seite entspricht jetzt der Seite. So sollte man es machen. Und jetzt beugt die ein. Und wenn die dann immer noch nicht mittig ist, dann haben wir ganz große Pech gehabt. Oder eben der Kollege hier mit seinem Rad. Da hat nämlich jemand dann rumgefuscht. Ja, die läuft nicht mittig, die Achse. Kann auch heißen. Das wird so nicht. Fantastisch, na ja, seht ihr? Und woran liegt's? Am falsch eingebauten Schlauch. Ja, aber gequetscht irgendwo drunter wahrscheinlich. Ja, jetzt ist richtig dabei. Der Rest ist auch Schrott, immer noch. Ich mag schon mal nicht. Brauch was zu essen jetzt. Ja. Moin! Moin! Heute ein Räuberspiel. Moin! Wie ist es? Langeweile. Langeweile und Spaß dabei. Ja. Ich hab keine Langeweile. Ja, nee, verschick. Das ist echt mein erster Auftrag heute hier. Weil ich nicht vorankomme, weil das so schrottig ist. Aber jetzt ist er fertig. Die ist kaputt und das kaputt. Ah. Und eigentlich sollte nur eine Speiche ersetzt werden. So ja. Ist es. Und zwischendurch tausendmal Beratung. Die kenne ich nicht. Es ist schon spät, war jetzt. Hm? Das ist gleich 1 Uhr. Oh Gott, ey. Ey, ja, ja. Ich brauch was zu essen. Also wirklich, ich brauch unbedingt was zu essen. Ey. Pause machen, obwohl ich noch nicht richtig gemacht habe. So, was haben wir hier? Ein Schloss, was nicht mehr aufgeht, trotz Schlüssel. Fantastisch, kann sich nur um Einbruchschaden handeln. Diebstahlversuch oder so. Bin ich ja immer der Meinung. Sekundenkleber? Mhm. Aber ist ja auch sehr beliebt. Also. Pins verboten. Pins verboten. Weil
Sekundenkleberin drücken, damit die Leute das Schloss nicht mehr Fahrrad nicht mehr abschließen können. Und wenn sie dann Zeit haben, knack, knack, weg ist das Bike. Und das Schloss nicht zerstören. Kalkkalt hier drin, Wasser. Das ist okay. So, jetzt ran hier, auf, zack, bumm, knack. Nee. Er tut mir leid. Er tut mir ausgesprochen leid. Ich muss leider flexen. Sicher. Da habe ich eine Kette mehr. Nicht garantieren. Rumspielen jetzt auch so klappt. Das wäre jetzt der Knaller. Schlosskörper abgeschnitten haben wir, jetzt geht's. Hey! Hollandrad, yay! Hollandrad! Na ja, gucken wir mal. Yay, gerade noch bei Radlos, jetzt schon hier auf unserer Showbühne. Oh. Kooperation mit Radlos. Gabel ausbauen, Hollandrad. Weil verzogen. Schauen wir uns an hier. Da sieht man eindeutig, ne? Die Gabel ist nicht mehr. Der Kollege wollte damit weiterfahren. Ich habe gesagt, nee, nicht mehr fahren, macht man nicht. Ausbauen, neu, fertig. Radlos hat keine Zeit. Die sind, wie gesagt, über unterbelegt und überbelegt mit Aufträgen. Also Jacksmutter lösen, links, rechts, klar. Den. Na komm schon. Zack. Zack, Rad erstmal beiseite. Gott sei Dank. Das, der Part ist gemacht, der hat das auch gemacht. Dynamo, das war Abschrauben. Was ist mit dem Dynamo? Was ist denn mit dem Dynamo? Wo bist du? Ja, den Mann mit dem Hollandrad. Ja, hier bin ich. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Was ist mit dem Dynamo? Ach. Du sagst, das brauchst du alles nicht. Nee, brauche ich alle nicht. Ich mach so einen Klick. Dings da dran. Das ist eine weise Entscheidung, weil das ist nämlich dann komplizierter hier. Das ja, alles raus. Oh, alles kann raus, ja? Ja, alles raus. Da muss ich jetzt da nicht groß drauf gewartet. Ja, schön. Genau, ich hatte erst überlegt, Dynamo, aber ich hatte ihn irgendwann mal an und das ist so wie rückwärtsfahren. Das ist so immer. Ja, Seitenläufer Dynamo ist jetzt nicht mehr up to date. Nee, auch mit so ein, die Lampe vorne kann auch, aber eigentlich, aber das kann ich alles machen. Ja, gut, das. Mal denn. Jetzt will ich den gleich nicht mehr, dass den mit dem Reißen. Guck mal, das ist mein Fahrrad auch.
war nämlich heute die Ariane da, glaube ich. Das Schloss geht nicht mehr auf. Oder ging nicht mehr auf. Ja, das haben wir aufgemacht, Schloss haben wir aufgemacht, Hinterrad haben wir festgemacht. Geil. Und Licht. Geil. Das ist fertig? Das ist fertig. Sollst du anrufen? Kannst du machen. Einmal. Kostenpunkt steht da drauf. Ich weiß ja nicht, ihr wolltet es verkaufen, sie wolltet es kaufen? Ja, das ist mein altes quasi, das müsst ihr nochmal so hinten Licht, aber sie wollte es erstmal testen. Na, hinten Licht steht ja. Jetzt. Hinten. Achso, ja, das muss sie entscheiden. Achso, ja, top. Wieder gegen mich immer. Ja, mega gut. Na, das passt ja ein Zusammenspiel hier von den ganzen Leuten. Und noch ein, und zwei. Mein Lastenrad, ja, das wollen sie auch dann. Aber die muss ich dann nochmal zu Mogul Rikscha schicken. Hier ist ja immer eine lockere Schaltung. Was soll ich denn liebevoll sein? Eine andere Gazelle ist übrigens auch von ihm. Aha. Die alte. Aha. Die will er nämlich jetzt verkaufen. Oh, das ist die auch zu klein. Nee, der mieten wollte, kommt aus Amiland und kriegt Besuch von seiner Tochter, Enkelin, das habe ich so genau verstanden. Und ein Kollege von mir macht halt gerade ein Praktikum in so einem Lastenradladen. Also die machen nur Lastenräder. Da kann er mieten, bei KiwiBox und bei Mogul Rikscha. Natürlich. So, 8er Steckschlüssel, kannst du mir mal rüberreichen? 8er Steckschlüssel, oh, der grüne, wa? Mhm, der grüne kleine. Das ist selber. Was denn? Nee, der liegt ja nicht. Ach, der liegt hier schon. Hab ich hier schon mal verwendet. Mittel. Sehr gut. Was sagst du, will sie nicht mehr? Doch. Doch, aber ich, vielleicht ist der Plan. Wenn ich die Gabel jetzt so. Fährst du gleich hab, damit? Dann könnte ich mit dem quasi da hinfahren. Ja, kommt schon. Und dann kann ich ihr das entweder vorbeibringen oder sie kommt dann gleich vorbei. Der Fahrer oder ein Radfans? Die halten zusammen, die Gazellen-Community. So, jetzt. Okay. Naja, der ganze kleine Radatsch, der kostet ja wieder mehr. Der taucht ja noch nicht mehr wirklich, wa? Ja, der hat es hinter sich. Der hat es so ein bisschen hinter sich, ja. Eine Knipse? Eine kleine Knipse muss rein. Ah, nee. Nee, einfach. Ja. Genau. Zack, Nabelschnur ist drin. Hoch weg. Gleich Müll. Nee, den wollte er ja behalten. Darfst du auch. Kein Thema. So, jetzt den Fallschritt dran. Ein bisschen die Stauch, das ist natürlich auch mal schwierig denn. Mit dem rausholen. Ja. Das du mal kurz halten. Na klar. So muss man mal halten dann. Da weiter steckt der aber ohne mehr drin. Fast ein bisschen zu kurz. Ja, ich hätte ihn ein bisschen hochschrauben hochmachen lassen. Ich weiß also, wenn du da jetzt noch, wenn du jetzt sagst so, also ich will, dass das Ding echt sicher ist, ne? Also ich habe jetzt echt so ein bisschen, was heißt Schiss, aber jetzt mal drüber nachdenken sollen, als er geklappert hat. Weil das ist ja, du musst, wenn was klappert an so einem Rad, musst du halt reagieren. So, wenn den vorne die Kettenstrebe klappert, ist doch klar, irgendwann verfängt die sich mal und wird die mitgenommen. So schnell kannst du gar nicht bremsen. Ja. Und hier der Steuersatz, ist der so kurz, meinst du? Oder? Nee. Nein, du musst es weiter. Der Vorbau. Der hat eine Mindesteinbautiefe. Ja, okay. Ja, und wenn diese Mindesteinbautiefe rausguckt, ja, schon 1, 2, 3 Zentimeter. Bei Max. Hier, bis oben muss er eigentlich drin sein und 2 cm drunter, dann gibt es unheimliche Belastung auf dieses geschlitzte Teil. Dieses geschlitzte Teil hat keinerlei Haltbarkeit, sondern sorgt nur dafür, ne, also das hier, das hält so ein bisschen, aber das ist ja flexibel, bis dahin. Deswegen muss es ein bisschen weit. Oh, Pizza, sehr lecker, wunderbar. Das hält natürlich nicht so gut. Das ist ein Service.
Naja, ich musste gerade 3 Pakete meiner Frau nach oben schleppen. Bezahlen musste vorher. Alter. Ich glaube, das ist die Versöhnungspizza. Oh! Stöckchen nochmal, kannst du das nochmal so nett? Jo. Oh! Ich esse auch bei dir. Ah, okay, na, da setz dich doch mal hin. Aber wo soll das hin? Na, das ist schwierig natürlich. Nimm mal den Teller runter, dein. Ja. Auf alle Fälle. Dann muss ich erstmal hier. Setz dich einfach hin. Okay. Ganz kurz noch zu Ende hier bauen. So, aber das ging ja auch sehr leicht. Deswegen gebe ich dir jetzt beide Gabeln nämlich mit, darum geht es nämlich, besser. Ja, ja. Dann können die das ganz genau, ganz präzise, beziehungsweise wissen die ja wahrscheinlich um die Einbauhöhe. Warte. Du nimmst den Steuersatz nochmal mit, den sie dir mitgegeben haben, weil der wird ja neu. Und du nimmst hier die beiden Gabeln mit. So, okay. Ich weiß ja nicht, wie du das jetzt da transportiert kriegst oder nicht. Ja, das ist schon irgendwie. Einen guten Appetit. Ein kleiner Schlüssel nochmal. Ach, der Ding ist gut getroffen beim ersten Mal. Okay. Gabel 1. Und du verstehst, warum er es nicht mehr fährt. Guck mal, wie der Lack hier auf Platz. Ja. Da, da. Der dreist du ganz schnell mal weg. Ja. Das sollten wir nicht mehr machen. Zweite Gabel. Neue Gabel. Neue Gabel. Und natürlich brauchst du den Steuersatz in der Einbauhöhe. Nochmal. Den werden sie vielleicht auch nochmal da haben, aber ich meine, das nimmt jetzt nicht so viel Platz. Okay. Das nehme ich mit und das nur so zum, also zum Draufschrauben oder was ist das? Der hat ja eine andere Einbauhöhe als der hier, so, der okay. Drin ist. Ah ja, okay, alles vielleicht. Klar. Genau. Deswegen ist ja auch Aluminium. Dort. Okay. Dann, genau, und dann, checken so, ich. Und dann checken die das beide ab. Ja. Weil es nützt ja vielleicht nichts, wenn der höher ist von der Einbauhöhe, muss die Gabel vielleicht auch länger sein. Aber das wissen die eben jetzt okay. Genau. So haben sie jetzt aber alles im Detail alles klar, vorliegen. Alles klar, alles klar. Dann würde ich jetzt mal hier Aris Fahrrad nehmen. Ja. Soll ich dir die, warte mal, soll ich das schon, kann ich auch mal eigentlich jetzt hier nicht schauen. Hohaha, ja, mir fehlt einer. Inklusive Nippel. Inklusive Nippel? Ja. Der ist weggeknipst oder was? Ja auf jeden Fall ist keiner drin. Eieiei. Ich guter Appetit. Hier wohnen Stück an. Da fehlt es. Aha, ja. Mir noch auch ein Stück. Ja, was für eine Aktion. Hup, hup. Gabel raus. Steuerrohr ist ja nicht verzogen hier. Also, ne? Aber man fährt halt nicht mit kaputten Gabeln durch Schienen. Verliert die Frischhäuser. Hält sich bitte. Das war russisch. Die Sendung mit der Maus. Genau. Nimm dir noch eins. Ja. Ja. Also eins kann ich noch entbehren. Tja, die Gazelle ist auf alle Fälle vorbereitet. Tada!
da nicht gesehen, hä? Scheiße. So. Der Lieferant, der Überbringer. Du sollst den Gewindeschlag kaufen. Soll ich dir auch wissen. Ja, das war mir klar, dass wir kommen. Ja, soll ich dir das Fahrrad hier lassen oder was ist da so dein Plan? Na, willst du es mitnehmen? Ja, wenn du das jetzt machen kannst, wäre natürlich mega. Naja, ich mache das jetzt, ja, aber dauert doch schon einen Moment. Ja, ja, kein Problem. Da musst du heute Abend mal wiederkommen. Also brauchen tue ich jetzt dafür, warte mal, wie spät ist denn? Minus 25 Meter sind wir gerade, so tief sind wir ja nicht. 15:42. 18 Uhr. Ich muss mir mal einen Gewindeschneider kaufen. Muss ich tatsächlich? Jo. So. Aber irgendwie plupp weg. Ich kann dazu nur sagen, verbockt niemals Werkzeuge. Kurbelabzieher, Kassettenabzieher, Spezialschlüssel jeglicher Art, Gewindeschneider sowieso nicht. Und niemals. Da tippt nur einer, kommt nur kaputt zurück. Vergiss es. NM. Nicht machen. Beide Fahrräder genommen? Ja, ich war gerade nach Klammern. Aber ein Ende, bitte.
Bundes, ich will es nicht. Ich habe zwei Kinder. Da müsste ich nämlich, also hier, ich glaube, das Blech passt nicht zu der Gabel, weil es ist etwas zu breit, tatsächlich.
Ich habe es jetzt doch rangeschraubt, aber nun stört auch wieder der Steuersatz. Wenn ich es ganz hoch schiebe, müsste ich sozusagen diesen Winkel hier oben nochmal abknicken, nochmal verbiegen, hier rum um die Schraube. Wir schauen jetzt mal, ob es so geht von der Einbauhöhe her, dass hier so viel Platz ist. Der Zentimeter könnte uns aber nachher fehlen in der im Durchmesser des Rades. Das schaue ich mir jetzt an. Ah, es wird stören. Tui, naja. Ei, schlicht und ergreifend, der sitzt falsch. Der Ankerhalter sitzt falsch. Das ist, das kann man nicht mehr. Entschuldigung, ich spreche gut Deutsch. Ein großer Sitz. Ja. Für große. Hab ich nicht. Nein, okay. Nee. Also du, die normalen, so sowas in der Art habe ich wieder. Diese? Diese für mich für die Ende. Okay. Okay, I see the shop, can I? Ja, ja, no problem. Dankeschön, ciao. Bitte, bitte. Ciao, ciao. Danke. Cinque. Habt ihr gehört? Das war das erste Mal, dass einer nichts gekauft hat und einfach was in die Spendenbox geschmissen hat. Einfach weil er gucken durfte. Nimm doch Museum auf.
Das freut mich ja richtig. Das finde ich gut. Oh. Okay. Letzter Auftrag heute. Ist eigentlich der letzte Auftrag von gestern gewesen. Rücklicht war jetzt nicht wirklich die Aufgabe, aber muss ich einfach nochmal überprüfen. Wollen wir nicht gegen machen. Top. Feierabend. So, Kinder, Feierabend. Also macht es gut. Wir sehen uns morgen, übermorgen. Ein paar Gänge funktionieren wenigstens. So sollte man es belassen. Und wenn man mal so einen Schalter kriegt, muss man den halt nachrüsten. Tja. Das war's von mir hier. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Gute Nacht.